Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne und das ist das Orakel der Seele für die Woche vom 20. bis 26. Januar. Dafür schließe ich mich energetisch an die Seelenebene an, auf der all unsere Seelen miteinander vernetzt sind, und ich schaue nach, welche allgemeingültigen Energien und Schwingungen in dieser Woche auf uns einfließen werden und wie wir am besten damit umgehen können. Zur Veranschaulichung nehme ich meine kleine Helferin zur Hand, das Kollektiv Mädchen, dass ich stellvertretend für uns alle die kommende Woche vorausschicke, schaue, was ihr widerfährt und somit, was uns widerfahren wird. Und am Ende des Orakels gibt es wie immer eine kleine Energieübertragung, damit wir möglichst leicht durch die Woche kommen. Jetzt schauen wir aber erstmal, was passieren wird. Ich sehe unser Kollektiv Mädchen, wie sie vorwärts geht. Es gibt aber etwas Spannendes, ein sehr spannendes Detail an diesem Bild. Und zwar ist ihr Kopf 180 Grad nach hinten gedreht. Das heißt, ihr Körper läuft zwar vorwärts, aber ihr Kopf schaut nach hinten. Und jetzt fragen wir mal nach, was das zu bedeuten hat. Wir haben am Anfang dieses Jahres in irgendeiner Form einen neuen Weg eingeschlagen. Es kann sein, dass du dir vielleicht über deinen Job Gedanken gemacht hast, dass du da etwas Neues suchst. Es kann sein, dass du vielleicht die ein oder andere Beziehung entweder beendet hast oder auf eine neue Ebene gehoben hast, dass du ein neues Hobby angefangen hast oder dich einfach nur mit neuen Ideen, Einstellungen, vielleicht Religion oder was auch immer beschäftigst. Jetzt kommt aber der Moment, in dem Zweifel hervorkommen. Ist das wirklich gut so? Ist das wirklich richtig so? Oder soll ich nicht doch lieber zurückgehen? Deswegen schaut sie noch zurück. Ist das Alte nicht doch besser gewesen? Soll ich mich nicht wieder in meiner Komfortzone, in mein Schneckenhaus verkriechen? Lohnt sich, dass da etwas Widerstand auf mich zukommt? Lohnt sich das? Das ist die Frage und das wird in dieser Woche sein. Es kann sein, dass du irgendwo Widerstand bekommst von Familie, von Freunden. Es kann sein, dass du vielleicht auch ausgelacht wirst, dass du beäugt wirst, dass du komisch angeschaut wirst oder dass du dir selber da nicht vertraust. Und das ist der Einschnitt dieser Woche und das passt sehr gut, denn wir haben direkt am Montag, dem 20. einen Portaltag. Das heißt, da ist die kosmische Einstrahlung wieder sehr hoch, da ist der Schleier zur geistigen Welt sehr dünn. Das heißt, hohe Energien kommen da auf uns zu. Und das kann manchmal dazu führen, dass wir durchgewirbelt werden. Dass alles, was nicht zu uns gehört, alle Zweifel, alle Ängste nochmal hervorgebracht werden und wir dann ja nochmal bewusst eine Entscheidung treffen sollen und dürfen. Und darum geht es in dieser Woche. Bist du wirklich bereit für den Neuanfang? Siehst du das Schöne in dem Neuen? Hast du Vertrauen in dich und die geistige Welt? Oder hängst du doch zu sehr, möchte ich fast sagen, an der Vergangenheit, an vergangenen Erfahrungen, an Leid, Schmerzen, die dir zugefügt wurden und möchtest deswegen wieder in die vermeintliche Sicherheit gehen? Und das ist die Frage, inwiefern bist du bereit oder möchtest du aus deiner momentanen Situation raus und weitergehen? Inwiefern möchtest du den Weg verfolgen zu deinen Träumen, zu dem, wer du wirklich bist, was du wirklich willst? Und wenn ich die Fragen natürlich so stelle, hört sich die Antwort sehr leicht an. Da würde wahrscheinlich jeder sofort ja sagen, ja, ich will das, ja, ich gehe weiter. Aber ich kann das gut nachvollziehen, in dem Moment, in dem man so in die Zweifel gerät, in dem Moment, in dem man nochmal hinterfragt oder sich wirklich ja, Gegenwind entgegenstellen muss, in dem Moment ist die Antwort nicht so ganz einfach zu finden. Also in dem Moment darfst du bitte gerne in das Vertrauen gehen, in das Vertrauen in dich und deine eigenen Fähigkeiten, aber auch in das Vertrauen zur geistigen Welt. Und da bekomme ich gerade schon, dass da noch Unterstützung auf dich zukommt. Und zwar gegen Ende der Woche. Also wir haben am 24. Januar einen Neumond und da werden die Energien wieder ein bisschen leichter, beziehungsweise da kommt so ein positiver Schub, dass wir ja wirklich in diesen Neuanfang gehen. Dass wir das Alte zurücklassen, dass wir das Alte abschließen, dass wir mit dem Alten in irgendeiner Form ins Reine kommen, dass wir Blockaden lösen können. Und dann kommt diese Neumondenergie, die Neues mit sich bringt, die Motivation mit sich bringt, dieses Kribbeln des Neuanfangs, diese Aufregung, diese positive Aufregung des Neuanfangs. Und da kommt unterstützend noch ein weiterer Portaltag hinzu, der ist am 25. Januar und der hat eher so eine, ich sag mal, pushende Energie. Also der erste Portaltag in dieser Woche am 20., der wirbelt uns nochmal richtig durch, der sorgt dafür, dass wir nochmal alles hervorgebracht bekommen, was wir vielleicht noch nicht ganz abgelöst haben oder womit wir noch nicht im Reinen sind. Der Portaltag am 25. Januar wiederum, der gibt uns einen Energieschub,
Und da gehen wir weiter. Da gehen wir weiter auf unserem neuen Weg, sofern wir uns eben dafür entschieden haben. Oder wir drehen nochmal eine Runde. Aber das ist auch in Ordnung. Ja, alles kommt zum richtigen Zeitpunkt. Aber setz dich dann diese Woche wirklich intensiv mit dir und der geistigen Welt auseinander. Und dann wird es wirklich schon Ende Woche viel leichter. Wenn du da Unterstützung brauchst, dann kann ich dir entweder empfehlen, dass du dir eine 1:1 Beratung holst oder ein Soul Reading bei den werbestu.com Seelenhelfern oder dass du einen meiner Online-Kurse durchmachst. Da gibt es verschiedene, den Königinnenkurs, um in die eigene weibliche Urkraft zu kommen, den Seelensprachekurs, wo man dann wirklich auch die Sprache der geistigen Welt lernt, des Universums und verstehen lernt, was sie uns für Botschaften und Zeichen senden. Und wenn du Single bist, den Online-Kurs in 3 Schritten zum Traummann oder zur Traumfrau. Ich werde alles unten verlinken. Das ist wirklich eine super Woche, um ja da weiter spirituell an dir zu arbeiten, um weiter in deinem Inneren zu arbeiten, damit du mehr Klarheit gewinnst. So, jetzt kommen wir zur Energieübertragung. Und da lasse ich mich wieder leiten. Ich werde die Energie von der geistigen Welt einmal durch mich durchleiten und schauen, was da so auf mich und auf uns zukommt und die dann zu dir schicken. Dafür werde ich wieder die Augen schließen. Ich kann dir sagen, mach es dir bitte auch bequem. Du kannst dich hinsetzen oder du kannst dich hinlegen. Du brauchst mich in diesem Moment nicht zu sehen. Es ist einfach nur wichtig, dass du entspannt bist und dass du eventuell auch die Augen schließt, damit du völlig bei dir bist und quasi keine visuelle Ablenkung in dem Moment hast. So, dann machen wir es uns bequem, schließen die Augen und atmen erst ein paar Mal tief ein und aus. Lass all den Druck, all die Zweifel raus. Und atme Lebensfreude und Leichtigkeit und Mut in dich hinein. Ich spüre jetzt, wie von oben ein wundervoll hellblaues, leuchtendes Licht auf mich einprasselt. Es kommt, das ist das Licht der Klarheit, der Erkenntnis, der Aufklärung. Und ich spüre es wie einen warmen Sommerregen, wie eine wundervolle Dusche, die erstmal alles von mir abwäscht, was sozusagen nicht zu mir gehört. Und dann nehme ich dieses Licht in mir auf, lenke es durch mein Herz. Es fließt jetzt durch meine Arme und ich schicke dir diese wundervolle blaue Lichtenergie der Klärung und Erkenntnis. Und du spürst, wie dieser Strahl jetzt seitlich auf dich einprasselt, wie er anfängt, dich zu reinigen. Wie schwarzer Schlamm, Schmutz, Ballast von anderen, vom Kollektiv von dir abfällt. Und du spürst jetzt, wie von oben her, von der geistigen Welt, auch auf dich dieses blaue Licht einprasselt, dir von oben Energie und Leichtigkeit schickt. Und du spürst, wie du leichter wirst, wie du durchlässiger wirst. Du spürst, wie über deinem Kopf die Sonne aufgeht, wie sich die Wolken lichten, wie du Klarheit bekommst. Und ich spüre jetzt einen weiteren Lichtstrahl über mir, in einem kräftigen Rotton, voller Tatendrang, voller Mut, voller Durchsetzungsvermögen. Und auch der kommt jetzt durch mein Kronenchakra in mich hinein und ich leite ihn durch mein Herz, durch meine Arme und Hände zu dir. Und du spürst jetzt ein Kribbeln in deinem Rücken, du spürst, wie du aufrechter wirst, du spürst, wie du von hinten gestärkt wirst, wie dein Rückgrat gestärkt wird. Du spürst, dass alles möglich ist. Du spürst, dass du unendlich stark bist. Du spürst, dass du deinen eigenen Weg gehen darfst und dass das der für dich richtige und passende Weg ist.
Und du spürst, wie du größer wirst, wie du genährt wirst von dieser Energie der geistigen Welt. Du spürst jetzt, wie deine geistigen Helfer um dich herumstehen, dich weitertragen. Diese Energie der Klarheit, des Mutes und des Tatendrangs saugst du jetzt in dein Herz hinein, damit du es in dieser Woche jederzeit wieder abrufen kannst und auch über diese Woche hinaus. Atme noch ein paar Mal tief ein und aus. Bleibe gern noch einen Moment so sitzen oder liegen. Und wenn du dich bereit fühlst, öffnest du langsam die Augen. So, da sind wir wieder. Ich freue mich sehr, dass du dich auf diese Energieübertragung eingelassen hast. Ich hoffe, du hast es so stark gespürt wie ich auch. Und ich würde mich natürlich wieder über eine Rückmeldung freuen, entweder hier bei YouTube oder bei Facebook. Und ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche und ich freue mich drauf, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen.